Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zum dritten Teil des Dark Orbit Let's Plays von Enforcer LP. Ja, ich habe mir in letzter Zeit ein Leonov gekauft, weil ich momentan noch richtig viele Credits brauche. Ich habe mir jetzt schon hier richtig viele geholt, wie man sieht. Und ja, da ich ja nun nur 4 Iris und 4 Flex habe, habe ich es so gemacht, da ja der Leonov den Laserschaden und Raketenschaden verdoppelt, gehe ich erstmal die ganze Zeit Devos killen und level die immer auf Level 6 auf, nicht die Iris, auf die Flex, und verkaufe die dann immer für 2 Millionen, mache ich also 8 Millionen und kaufe mir die dann einfach wieder zurück. Haben die 0 Schaden dann wieder, sind alle auf Level 1, macht ja nichts. So. Da haben wir dann jetzt gerade mal hier den Goliath. Dazu müssen wir aber gerade mal zur Basis. Und der ist jetzt nicht ausgerüstet, weil ich den Leon noch vorhin schon ausgerüstet habe. Aber ich tue mal gerade. Oh ja, ich habe. Warum habe ich. Okay, ich kann nicht angreifen. Ich habe keine Laserkanonen an Bord. Ja. Okay, dann fliege ich mal gerade zur Basis. Und dann steigen wir in den Leonov ein. Jo. So. Ja, die Flex, die sind jetzt momentan schon alle auf Level 2. Ja. Und die mache ich jetzt dann eben. Ich hoffe es. Ah, ja. Es geht wieder. Ich weiß nicht. Falls ihr es noch nicht wusstet, in letzter Zeit funktionierten die Raketen nicht mehr, die Feuerwerk, und jetzt funktionieren sie anscheinend wieder. Finde ich gut. Okay, ja, dann wollen wir jetzt mal ganz schnell wechseln. Da. So, Leonov aktiviert, und da sind wir auch schon. Zack. Okay, ja, die Fallformation lasse ich mal gerade an. So, das passt. Okay, dann muss ich gerade mal die SAP hier reinziehen, weil ich habe eh keine RSB. Ich hoffe, dass morgen Mega Happy Hour ist, weil ja morgen Sonntag ist. Und meist ist Sonntag um 6 Uhr abends Mega Happy Hour. Ja. Ja, es gibt für heute diese Wrackteile, weil ab heute genau vor 100 Jahren die Titanic untergegangen ist. Und jetzt fliegen diese Boxen hier rum. Ja, auf den Map hier kriege ich jetzt gerade keinen Inhalt. Ich bin ja schon Level 14. Und ja, dadurch bekommt man halt diese, dann fliegen halt diese Boxen rum, so ganz normal wie Bonusboxen. Man bekommt Uridium-Raketen, Credits und Uridium draus, keine normale Munition, also Lasermunition. Und es fliegen, wenn man Pech hat, sieht man es nicht, oder man sieht gerade nicht hin, es fliegen manchmal so Eiskristalle herum, die sind wie Annäherungsminen, die machen dann bis zu 50.000 Schaden am Schiff. Das sind dann halt so, sollen dann halt dieser Eisberg simulieren. Ja, okay. Fliegen wir gerade mal auf die. Ups, nein, das wollte ich. Hallo. Darf ich das jetzt hier weg machen? So. Fliege ich mal gerade hier auf die 2-3 Map. Ja. Sonst gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen. Was ich. Ja, hier, wenn ihr das jetzt. Oh, hier, Box. Guck hier. Wenn ihr das mal sehen wollt, früher, also mit dem. Quatsch, was heißt früher? Mit dem Goliath kannte ich mit der zweiten Rakete. 2 Schuss muss ich da drauf machen, damit der stirbt. Jetzt. Bam. 6000 Schuss.
Ach, 6000 Damage macht der. Ja, und der wird schon wieder abgeknallt hier. Von irgend so einem schlechten Goliath. Okay, meine Pet habe ich auch schon ausgerüstet. Da ist sie. Da ist er. Ja, mir ist kein besserer Name eingefallen. Fred. Freddy. Freddy, Freddy. Los, mach es kalt. Mach das Lola Kia kalt. Ach komm, halt's Maul hier. Oh, scheiße, 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 scheiße. Schau, wie wenn ich das sage, aber manchmal rutscht mir das einfach so raus. Ja. Okay, ich habe gerade 10 Eco-Raketen bekommen. Eigentlich hieß es in der Beschreibung da Chance auf Uridium-Raketen, aber naja, wenn man noch diese daraus bekommt, ist es ja auch nicht schlecht. So, ich habe hier zu viele Raketen. Muss ich gerade mal kurz gleich in Goliath einsteigen und mir mit der Laderaumerweiterung Raketen holen. Ja, okay, ich werde jetzt erstmal noch hier ein paar Mordöner killen, Madonna, mit Freddy. Und im nächsten Teil werde ich wahrscheinlich wieder mal bei Mars vorbeischauen, weil wenn morgen ja mega Happy Hour ist, hoffe ich zumindest, werde ich erstmal wieder hier ein bisschen Munition kaufen. Nee, geh weg. Weil ich habe ja nicht mehr viel, ne? 2000 Schuss oder so, das geht ja wieder schnell weg. Und ich brauche RSB, sonst kriege ich die alle nicht weg. Jo. Oh, mein Laderaum ist voll. Ich muss mal was verkaufen. Ich habe die Handelsdrohne, weil ich mir vor früher mal diese Dark Orbit CD gekauft habe. Muss euch aber nicht interessieren. Ne? Ah, oh, super. Ja, ich habe gestern außerdem, habe ich mir noch für 10.000 Uri Beutekeys geholt, also 7 Stück. Und da habe ich dann mal wieder ein Bauteil von der Apis-Drohne bekommen. Jetzt habe ich 6 Stück. Auch nicht schlecht, ne? So, was willst du jetzt? Okay, du willst nicht. Auch gut. Okay, ja, hier seht euch das an. Voll der Bug. Das ist wieder typisch Bugpoint. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Gut, hier noch ein Wrackteil einsammeln. 10 Ekos. Schön. Wollt doch schießen. Ja, also ich kann euch das nur anbieten, wenn ihr gerade so auf meinem Status hier seid, so mit 4 Iris und 4 Flex, levelt die dann schön mit einem Leonov am besten auf. Oder wenn ihr halt einen starken Goliath da habt, ne? Auf jeden Fall, wer levelt die dann immer schön auf Level 6, dann kriegt ihr 8 Millionen und wenn ihr die dann wieder reinkauft, habt ihr dann noch 6.400.000, glaube ich, meine ich. Also, da macht ihr richtig viel Profit mit. Das dauert ja echt nicht lange, bis ihr die wieder auf Level 6 aufgeladen habt. Also, damit macht man nur Profit. Was ich aber auch ein bisschen scheiße finde, guck mal, wenn ihr die Flex auf Level 6 habt, so, dann könnt ihr die für 2 Millionen verkaufen. Wenn ihr nun aber eine Iris auf Level 6 habt, könnt ihr die nur für 500.000 Credits verkaufen. Obwohl es eigentlich für Uridium ist, also, das verstehe ich irgendwie nicht so. Devo, oh, geil. Freddy, komm, helf mir. Auf ihn, mit Gebrüll. Bam. Jo. Ach nee, du schon wieder, hau ab. Komm, ich kann dich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Du Sack. Ja, komm, 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 komm. Oh Mann. Nein, das gibt's doch nicht, ey. Schönen Dank, du Arsch.
Mann, da war doch gerade der Vollelite Goliath, der ist doch vorbeigekommen, hat der den nicht gesehen oder was? Oh. Alter! Ich kriege ja wie so einen Hals, ne? Komm hier eben ins Gate, verfrachten. Habe jetzt keinen Bock rüber zu fliegen. Oh, Leute, ey, wenn ich euch wieder sehe, ey. Oh, seht ihr? Wir sind schon wieder Level up. Jetzt sind wir Level. Wartet, lass mich gerade gucken. Neu laden. Level 3. Sehr gut. Ja, 120 Punkte, ne? Level ich die eben mal so auf Level 6. So, die Iris haben noch 22%, die eine 37, macht aber nichts. Alles Paletti. Jo, ja, guck mal, der ist schon mal korrekt. Alter, korrekt. Ja, los, Mann, platt. Noob. Hätte ich jetzt meinen Goliath dabei gehabt, hätte ich den mal so ein bisschen in den Arsch getreten. Okay, wollen wir nicht weiter quatschen? Ich muss jetzt einmal reparieren. Was mich ja gewundert hat, finde ich zumindest hier, die ganzen Grafiken, die haben hier alles erneuert, die Maps, ne? Jetzt haben sie so mit Verschiebungen und alles eingebaut, ne? Das sieht so richtig. Wie soll ich sagen, so geil aus, ne? Die Schiffe haben sie erneuert. Alles auf einen neuen Stand mit der Grafik. Nur die Reparaturbots, die haben sie gleich gelassen. Die sehen immer noch so kacke aus. Die kreisen einfach nur ums Schiff und fertig. Die hätten das mal besser. Ja, geh mal weg, du Arsch. Guck mal, das könnte jetzt in der Grafik. Okay, das könnte jetzt der Redbot 1 sein. Aber guck mal, so sieht dann. Ich habe jetzt eine Redbot 4. So sieht er dann halt in der Interface aus. Jetzt guckt euch den mal hier drin an. Das sind vier so Blöcke. Warum haben die das nicht so gemacht? Hey, ups. Hallo. So. Ja, da könnte ich mich schon wieder so aufregen. Ne? Wartet mal kurz. Okay, ich nehme schon 12 Minuten auf. Dann werde ich so ab 14 Minuten aufhören und dann den nächsten Part weitermachen. Dann werde ich hier noch den nächsten Part weiter Aliens killen. Ja, aber der nächste Part kommt dann erst morgen raus. Also ich habe jetzt gesagt, wenn höchstens ein Part pro Tag und nicht mehrere Parts, weil das wird mir dann irgendwann zu viel. Ne? Muss ja auch nicht sein. Und wenn der Tag, wenn der Part dann nicht am Ende kommt, Quatsch, was laber ich da? Wenn der Part dann nicht am nächsten Tag kommt, dann könnt ihr auf jeden Fall beruhigt sein, weil der Part dann in der nächsten, also die nächsten höchstens, also das ist schon, also höchstens die nächste 2 Wochen kommt der nächste Part, aber auch nur höchstens. Ne? Also ich wette mal so 3 Tage, wenn alles gut geht. Ne? Jo. Okay, nochmal gerade gucken. Okay, es sind 14 Minuten. Ich glaube, ich werde dann hier Schluss machen. Ja, sorry, ich musste gerade mal kurz weg, weil mein Telefon geklingelt hat. Ja, wo war ich? Genau, ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Part dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Das war's. Tschüss.